Ganz einfach gesetzt. Weil halt von Haus aus gar nichts mehr da ist, was halt einfach so da ist und einen umbringt. Und hier noch eine hin. Das ist zumindest einigermaßen ausgeleuchtet. Zwar sehr schlecht, aber immerhin ein bisschen. Ich sehe hier drüben die Bäume alle schon wachsen. Mir graust es eigentlich schon ein bisschen davor, das Ganze abzuholzen. Aber naja. Und auch hier direkt mal ansetzen. Gut. Und hier einfach mal die Nase hier abtragen, weil das, sind wir mal ehrlich, das sieht auch hässlich aus. Davon abgesehen ist das, macht das das Ganze einfach so unnötig eng. Durchgang hier und ich will ja dann auch ein bisschen Platz zumindest haben. Gut. Können wir hier nämlich schon mal dann so machen und dann mal, ach Gott, ich würde ganz gerne, hallo, so auch wissen, was für Musik spielt. Zeigt mir nicht meine Tastatur immer an, wenn ich es ausgewählt habe. Das musste ich jetzt gerade schon auswählen. Ah, schön. Gut. La 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 la. Terraform ist immer so eine Sache, wenn man kein Thema hat, ist es. Oh. Gut, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Wir haben keine Spitzhacke mehr. Ach Mist. Und unser Inventar ist auch quasi voll. Nehmen wir jetzt erstmal den Bau und holzen ihn ab, damit wir neue Sachen haben und dann stellen wir unten eine Kiste auf. Wir haben dann überall Kisten rumliegen. Ihr seht es dann schon. Über die ganze Map verteilt stehen dann überall so kleine Kisten. Wo irgendwelcher Krempel drin ist. Quasi das, was man eigentlich verhindern wollte mit so einem Lager. Also jeder normale Spieler versucht das mit so einem Lager zu verhindern. Ich anscheinend nicht. Ah, sieh mal eine an. Wir haben jetzt die Farbe vom Biom, in dem es steht. Das ist nämlich neu in dieser Version. Wir haben ja wieder geupdatet. Diesmal auch wieder zeitlich korrekt, wohlgemerkt, will ich nur anmerken. Und da wurde das mit den
Farben gefixt, abbauen. So, ich habe hier drin gerade Schafe entdeckt. Die müssen jetzt natürlich auch erstmal ihre Wolle abgeben. Nein, du bleibst da. Danke. Danke für Ihre großzügige Spende, die gar nicht so großzügig war mit einem Block. Das war schon besser, das waren drei. Geh weg. Brauch dich nicht mehr. Ich keine Wolle mehr. So. Ah, nein, wir wollen wir sehen. Ach. Erstmal eine Kiste. Da kommt jetzt der Krempel rein. Wie zum Beispiel das hier. Oder die Kakteen. So. Und hier kommen jetzt erstmal Spitzhacken raus. Und neue Schaufeln. Genau. Außerdem muss hier dann noch rein die Druckplatten, die Türen. Warum habe ich überhaupt Türen dabei? Dann noch die Schienen, genau. Die spammen das Inventar auch noch unnötig zu. Da oben ist auch ein Schaf. Kommen wir da hin? Ja. Ja gut, allerdings kriegen wir nur zwei von den drei Wolle. Nee, wir kriegen sogar alle. So. Dann würde ich mal fast sagen, tragen wir mal diesen. Ja, was ist das? Diesen Turm mal ab. Oh, wow. I'm impressed. So. Bla 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 bla. Und hier wieder weg damit. Gut. Dann wollen wir jetzt hier erstmal den Durchgang verbreitern. Zur wunderschönen Musik von Rollercoaster. So. Das Tolle am Spiel Rollercoaster war und auch am SimCity 4, ich glaube, das waren die einzigen Spiele, bei denen du den Soundtrack gleich mitgekauft hast. Klingt jetzt komisch, aber das sind die einzigen Spiele, die ich kenne, bei denen der Soundtrack einfach als MP3-Dateien mit installiert wurde, ohne dir den einfach rauskopieren konntest. Und auf CD brennen. Ich kenne kein anderes Spiel. Need for Speed splittet das irgendwie in ganz komische Dateien, die dann im Spiel zusammengesetzt werden, damit man eben das nicht machen kann, wo man sich dann von EA die ganz tollen Soundtrack-Alben kaufen kann. Oder man geht einfach auf YouTube, wo jemand einfach das Lied. Das ist ja ganz lustig, man kann ja diese Lieder auch einfach aufnehmen. In-game, ja. Ja, eine Stunde hinstellen durch die Einbindung kannst du das Lied dann auch direkt gleich zuordnen. Ja, daran haben sie irgendwie nicht gedacht, dass man das dann theoretisch machen könnte. Und mit den heutigen Aufnahmeprogrammen ist es eigentlich ziemlich leicht. Es ist eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr leicht, eine sehr relativ hohe Qualität
solchen Aufnahmen zu erreichen. Ich meine, jeder, der schon mal OBS benutzt hat, weiß das. Oder der Audacity benutzt hat. Audacity ist das sogar noch besser, weil du dann halt direkt auch das Ganze besser abmischen kannst. Zum Beispiel halt, ja, was weiß ich, eventuell Stereo drauf, eventuell Hintergrundrauschen vom Menü entfernen. Und halt solche Witze kannst du dann in Audacity direkt gleich machen. Das ist wirklich sehr angenehm. Muss man wirklich dazu sagen. Ach Gott, ich habe ja gar keine Schafe mehr ausgerüstet gehabt. So. Jetzt hier erstmal den Kies einsammeln und jetzt hier, oh je. Nicht, da kommt man da hin. Ja, kommt man. Schön. Gott, ich krieg Durst. Ich habe mir, als ich die Taschentücher geholt habe, war ich auch gleich schlau und habe mir ein bisschen Wasser mitgenommen. Weil bei dem ganzen Kommentieren und Reden der Mund doch sehr austrocknet. Alter, das fand ich jetzt unfair, Berg. Das fand ich jetzt richtig unfair. Sag mal. Was soll das denn? Du kannst mich doch nicht einfach runterwerfen. Vielleicht sollte ich da nicht den Berg anschuldigen, sondern eher die Schwerkraft. Aber, blöder Berg. Ja. Wir sehen da drüben auch schon die nächste Arbeit. Ich freue mich unglaublich drüber. Und da wird es auch schon wieder Nacht. Da freue ich mich auch unglaublich drüber. Dann wollen wir das hier mal alles. Die Spitzhacke ist auch bald kaputt. Und wie kriegt man das alle? Ja gut, das kriegt man schon weg. In dem Sinne, dass man ja hier von unten auch nochmal rankommt. So. Jetzt kam erstmal die 5 Milliarden Geräusche vom Boden. So. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe jetzt erst wieder was, weil ich in den Fackeln bin. Ich weiß, was ich in der Nacht jetzt in Zukunft machen werde. Ich werde einfach anfangen, die Blätter abzubauen. Ich finde das ein gutes Konzept, wenn ich ehrlich bin. Suchen wir uns hier erstmal einen Baum, wo man hochkommt. Ein bisschen Licht haben wir ja. Jetzt kann man hier anfangen, einfach mal die Blätter wegzumachen. Ich meine, warum nicht? Okay, seht ihr was? Ja, ein bisschen was. Also ihr seht zumindest, dass ich wegmache. Auch lustig, dass hier immer noch kleine Löcher drin sind. So. Das ist eigentlich ein Mix
den man eher so in eine, ja,